Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Hashtag ich bin Hanna, ja. Und ich sag Ihnen, Hanna ist mir so nah. Seit ich als Forschungspolitikerin hier im Bundestag angefangen habe zu arbeiten, beschäftige ich mich mit den Sorgen von Nachwuchswissenschaftlern und Nachwuchswissenschaftlerinnen. Mit Ihnen habe ich hier in diesem Haus meine allerersten Gespräche geführt. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie ein junger Mann damals zu mir sagte, wissen Sie, ich könnte den Job gar nicht machen, wenn meine Frau nicht Ärztin wäre. Endlich vertreten unter diesem Hashtag Tausende gemeinsam und öffentlich und mutig ihr Anliegen. Es geht Ihnen nicht nur um sich selbst. Es geht Ihnen auch um die Freiheit der Wissenschaft. Es geht Ihnen auch um die Qualität von Forschung und Lehre, die schließlich uns allen zugutekommt. Und deshalb haben wir hier eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Meine Damen und Herren, ich bin Hanna steht übrigens für den gesamten Bildungsbereich. Entlang der Bildungskette, von der Kita über Schulen und Hochschulen bis zur Weiterbildung, werden Beschäftigte oft behandelt, als ob sie sich eigentlich einen neuen Job suchen sollten. Menschen in Bildung und Forschung haben etwas Besseres verdient, nämlich Anerkennung und Verlässlichkeit. Diese aber fehlen schon an Schulen. Man muss sich das mal vorstellen. 2018 wurden 8 von 10 Lehrkräften befristet eingestellt. Mit den Sommerferien werden sie in die Arbeitslosigkeit entlassen. Das muss endlich beendet werden. Auch Schulsozialarbeiter werden ständig befristet, weil EU-Mittel zum Einsatz kommen. Unterrichtsausfall war schon lange vor Corona ein Thema. Es kostet Schülerinnen und Schüler Bildungschancen. Im nächsten Schuljahr, erst recht nach der Corona-Pandemie, muss das endlich aufhören. Da muss endlich was passieren. Im Kita-Bereich bekommen die meisten Erzieherinnen und Erzieher nur 30-Stunden-Verträge. Und sie werden nicht einmal nach Tarif oftmals bezahlt. Und selbst wenn sie nach Tarif bezahlt würden, hätten sie für eine Vollzeitstelle nicht mehr als 3.000 Euro brutto zu erwarten. Und gerade während der Corona-Zeit, Sie kennen das alle aus Ihrem Bekanntenkreis oder selbst aus der Familie, haben viele Eltern gemerkt, wie anspruchsvoll diese Arbeit ist. Erzieher ist ein Engpassberuf, weil zu wenige junge Menschen zu solchen Konditionen arbeiten möchten. Und für auch ihre Ausbildung sollen sie dann, das muss man sich mal überlegen, für ihre Ausbildung sollen sie dann auch noch bezahlen. Das ist doch völlig verrückt. Noch schlimmer sehen die Beschäftigungsbedingungen dort aus, wo Bildung zusätzlich neben oder nach der Schule und dem Beruf angeboten wird. Dort gibt es fast nur noch Honorarverträge. Im Lockdown hatte das dramatische Folgen. Ich meine hier Lehrkräfte an Musikschulen, ich meine Museumspädagoginnen, ich meine Lehrkräfte an Sprachintegrations- und Weiterbildungskursen an Volkshochschulen und anderswo. Im Weiterbildungsbereich gibt es eine grandiose Verordnung. Schon der Name sagt alles. Mal sehen, ob ich es gut vorlesen kann. Aus- und Weiterbildungsdienstleistungen, Arbeitsbedingungenverordnung. 64 Buchstaben, ich habe nachgezählt. Langer Name, wenig drin. Denn in dieser Verordnung wird ein Mindestlohn vorgeschrieben von 16 Euro pro Stunde brutto. Und eine Entlohnung von Vor- und Nachbereitung ist nicht vorgesehen. Ähnlich ergeht es nämlich infolgedessen den Lehrbeauftragten an den Universitäten. Sie wuppen immerhin die Hälfte aller Lehrveranstaltungen. Kursleitern für die Bundesagentur für Arbeit oder das Bundesamt für Migration geht es genauso. Das alles empfinde ich als empörend, und man muss diese aktuelle Debatte auch mal nutzen, um diese Dinge auf den Punkt zu bringen und hier offenzulegen. Das kann so nicht weitergehen. Eine ehemalige Lehrbeauftragte erzählte kürzlich, ich bin Ende März 2020 aus diesem ganzen Elend der freiberuflichen Dozententätigkeit für das BAMF ausgestiegen. Was mich dazu bewogen hat? Vor allem ein Gefühl der Enttäuschung und des Missachtetwerdens. Oder auf Twitter wiederum schrieb eine Lebenspartnerin eines Forschers, ich frage mich, wie viele Beziehungen und Familien keine Chance hatten, weil die Unsicherheit, dass viele pendeln
und das Arbeitspensum die Leute ausgezehrt hat. Die schlechten Arbeitsbedingungen im Bildungs- und Wissenschaftsbereich sind unwürdig, sie sind familienfeindlich und sie sind vollkommen überflüssig. Und vor allem benachteiligen sie nachweislich Frauen. 4 Jahre wollte die Koalition daran etwas ändern. Es ist nichts passiert. Meine Damen und Herren, wir haben hier kein Erkenntnisproblem. Wir haben ein Umsetzungsproblem. Und eins noch zum Abschluss, insbesondere an die Adresse von Frau Mannes. Ich hoffe, Hanna geht wählen. Danke. Für die CDU-CSU-Fraktion hat nun der Kollege Tankred Schipanski das Wort.